In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind vor 2 Stunden aufgewacht, haben gefrühstückt. Ich muss jetzt hier aufräumen. Wir gehen heute einkaufen mit Aude. Und ja, ich muss dementsprechend auch einiges tun jetzt zu Hause, weil ich heute wieder bei meiner Mama schlafe. Und ich will nicht, dass die Wohnung dann, wenn wir morgen nach Hause kommen, aussehen wie Sau. Ja, ich muss jetzt auch einiges entsorgen und wegschmeißen. Aude hat gestern übrigens die Suppe gegessen. Ich habe ihm nämlich gesagt, soll ich einen Bohneneintopf mit Reis machen, dann kannst du schon essen. Und er meinte, nee, ich werde eh nicht essen, weil ich nachts nicht essen kann. Das sagt er jedes Mal, dann ist er das. Also ihr habt ja gesehen, wie die Suppe aussah. Und jetzt ist die Suppe komplett fast leer. Da ist nur noch eine Kelle drin. Also er hatte richtig Hunger. So, jetzt kann ich aber wenigstens die Küche aufräumen. Dann muss ich die Wäsche reinschmeißen, aufhängen und dann mache ich mich auch fertig. Ich muss nur noch die Küche halt aufräumen. So. Ansonsten freue ich mich, dass wir heute einkaufen gehen. Ich hoffe, wir finden auch was. Wenn nicht, wäre das richtig doof. Ups, ich bin auf irgendwas drauf gedreht. So, Moment, Leute, ich schmeiß mal kurz die Suppe weg. Wäsche habe ich auch schon angeschmissen. Jetzt muss ich nur noch mit dem Glasreiniger hier ein bisschen putzen. Das war's auch. Und danach kann ich mich endlich fertig machen, mir ein Gesicht malen. Und dann denke ich mal, dass ich auch Order weg war. Sonst fühlt vor, wollte ich den wecken, damit wir nicht allzu spät los müssen. So, ihr Lieben, Planänderung. Ich fahre jetzt mit Lina zu meiner Mama. Und dann fahre ich mit meiner Mama in die Stadt, weil Aude meinte, er schafft das angeblich nicht bis 17 Uhr wieder auf der Arbeit zu sein. Deswegen dachte ich mir jetzt, dann fahre ich mit Lena zu Mama und dann fahren wir in die Stadt und mit Aude ein anderes Mal. Ich bin voll kaputt, es ist so schön warm. Lena läuft jetzt auch gerade hier durch den Weg und mal schauen, was ich finde. Ich werde auf jeden Fall ein paar Kleider kaufen, also ich werde jetzt nicht spezifisch auf die Umstandsmode schauen. Also bis gleich. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Wir sind schon zu Hause. Ich wollte euch ganz kurz zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar, Lina, willst du zeigen? Ja, ja. Genau, einmal. Warte, das sieht man nicht sonst. Wegen dem Licht. Du die optisch?
Oh, der ist übrigens gerade aufgewacht, Moment. Also, Lina hat einmal Unterhosen bekommen und zwar einmal von Power Patrol. Das ist jetzt Größe 9804 für 4,50 war reduziert. Ah, Chimon. Dann einmal von Frozen. Warte, ich mach dir das auf, ja? Sie war letztens auf Klo einmal. Ich will sie jetzt nicht zwingen, aber sie soll langsam, wenn sie möchte, anfangen. Moment, ich mach mir die Packung auf. Dann hat sie zwei Pyjamas bekommen, die waren auch reduziert auf 4,50. Und wir hatten komplett nochmal 20% Gutscheine. Moment, also einmal das hier mit diesen Hunden. Das ist, glaube ich, auch Power Patrol, oder? Keine Ahnung. Und dann einmal das, das fand ich so süß, das hatte sie gestern auch direkt an. Mit dem Hasen. Dann habe ich ihr bei Kaufhof das hier gekauft. Das war für 5 Euro. Plus nochmal 10%. Total schön. Ich liebe ja die Produkte von Bob der Bär. Das ist jetzt 104, das passt ja aber perfekt. Und zuletzt habe ich das gekauft. Das hat 4 Euro gekostet. Warte, Schatz. Und das ist so ein Kleid von Name It. Genau, das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Für mich habe ich nichts gefunden. Und, aber ich denke mal, die Tage werde ich auf jeden Fall mit Audel hin. Also ich denke mal dann, wenn meine Mutter frei hat. Weil Samstag ist es so voll in der Stadt. Ist so doof. Ich räume das mal kurz auf. Audel ist am Kochen und dann helfe ich ihm weiter. So ihr Lieben, wir haben schon etwas später. Oh, ich habe keinen Speicher mehr. Moment, ich muss mal ein paar Sachen löschen. So ihr Lieben, jetzt noch einmal. So, ich habe Audel jetzt gerade weggeschickt, weil ich habe total Lust auf was Süßes bekommen. Der ist jetzt zur Kolbstraße gefahren. Und ja, der holt jetzt ein bisschen Baklava und Süßzeug. Ich glaube, Shivan kommt. Genau. Wir haben, ehrlich gesagt, nicht großartig Muttertag und Vatertag gefeiert. Wir haben uns halt nur gratuliert, das war's. Ich will jetzt nichts Unnötiges hier kaufen. Wir fliegen jetzt bald in die Türkei. Dann kauft da jeder für sich, was hochwertig ist und gut ist. Also ich will jetzt auch nicht jedes Mal Parfüm, eine Uhr oder sonst was kaufen. Dann soll er sich da einfach Schuhe gönnen oder sonst was, weil es gibt ja auch Stores dort und da sind die Sachen nicht gefälscht. Klar, bei diesen Zossiter-Basel und so ist das meiste gefälscht, also alles, aber nicht in diesen Stores, genau. Lina hat mit ihrem Papa mit Sand gespielt, wir haben nämlich geduscht und danach haben die hier gespielt. Ich muss hier staubsaugen, dringendst. Ja, der Audel hat sie ausgiebig spielen lassen und dementsprechend sieht der Boden aus. Genau, ich räume jetzt hier ein bisschen auf, bevor Shivan kommt. Das Badezimmer habe ich auch sauber gemacht heute. Mit meinen Lieblingsreinigungsmitteln seit neuestem. Ich habe auch total viele nochmal gefragt, von wo die sind. Also die gibt es bei Kanada oder bei Shop. Müsst ihr mal schauen. Aber Papa, Mama geht zu dir. Ja, okay, dann mach ich den Laptop, das Laptop aus. Okay? So, ihr Lieben, ich schaue hier die ganzen Insta-Stories an, weil ich ja nichts Besseres zu tun habe. Es gibt ja heute in Köln, Berlin total viele türkische Feiern wegen dem, genau, oder? Nennt man das so? Genau, es gibt total viele Veranstaltungen wegen dem Muttertag. Ich wäre gerne dahin gegangen. Ich könnte auch hingehen, wegen Lina, aber ich fühle mich gar nicht so fit. Also wenn ich nicht schwanger wäre, wäre ich auf jeden Fall dahin gegangen mit irgendeiner Freundin. Ja, jetzt räume ich die Küche auf. Ich zeige euch mal, was Audel gekocht hat. Und zwar, den Reis habe ich gemacht und er hat das hier gemacht. Das ist so eine Zucchini-Suppe. Damit werden Zucchinis. Und das muss ich halt noch wegräumen. Das mache ich auch jetzt. Gestaubsaugt habe ich gerade. Und die Cookies stehen hier immer noch. Ich habe die zwei gemacht, genau, da hat nur 2-3 Stück gegessen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange die haltbar sind, ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall zu viel, ein bisschen. Ich war ja auch nicht da letztens. Ja. Euch habe ich ja den Einkauf gezeigt. Wir gehen, glaube ich, nach dem 20. mit Audit einkaufen. Mal schauen. Und am 25. haben wir den Arzttermin, ne? Ich will auf jeden Fall erstmal nur Kleider kaufen, was ich auch normal anziehen kann. Also Maxi-Kleider, die aber auch in der Schwangerschaft gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Und eine Schwangerschaftshose muss ich auf jeden Fall erstmal kaufen. Erstmal.
danach. Nach dem Termin kaufe ich dann mehr. Weil ich habe gemerkt, ich war noch gar nicht in der Zwischenwoche, als ich bei dem Arzt war. Und meine Ärzte. Ja. Papa holt jetzt. Leute, schaut mal, wie geil. Sterben. Das ist zum Muttertag, bitteschön. Dankeschön. Wenigstens hat das Sinn. Besser als Blumen. Blumen gehen sowieso im Müll. Deswegen. Ich meine, das geht auch auf Klo, aber. Aber das kann man genießen. Ja. Und Blumen hat ich ja letztens schon. Bina, und das ist für dich und für mich. Lecker. Nein, das. Ja, das sieht auch lecker aus.